Ja, und was ist das nun? Sieht aus wie ein Propeller, ne? Ja, oder, aber weißt du, wie das auch aussieht? Nee. Wie eine Flügelmutter auf einem Speichenrad eines alten Autos. Auch. Ne? Ja. Die haben so was Ähnliches auch. Oder ja, halt ein Propeller, klar. Und das Ding, das ist dann... Ja, ist in Ordnung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bitte schön, junger Mann. Hallo zusammen. Schönen guten Tag. Hi. Darf ich erst mal vorstellen, Sven Deutschmanek? Hi. Hallo. Ich bin der Horst oder Herr Lichter, wie es dir oder Ihnen gefällt. Ich bin der Simon. Simon, dann lassen wir mal ein bisschen reden über dich erst, bevor wir über das komische Ding da reden. Mhm. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Ich mache viel Sport, mhm. vor allem Basketball, auch noch aktiv im Verein. Sehr gut. Im Sportbereich gibt es da irgendwas Besonderes? Ja, ich war aktiv Dopingkontrolleur. Dopingkontrolleur? Ja, 15 Jahre lang aktiv und das Highlight waren die Olympischen Spiele in Rio. Da warst du? Ja, mit Akkreditierung. Ach, und ja, für das Olympische Tennisturnier waren wir verantwortlich. Ja, so, und wenn ich jetzt mal überlege, Dopingkontrolle, das heißt, wie formuliere ich das denn jetzt? Ich weiß, was du sagen willst. Ja, da muss man Pipi nachgucken, ne? Ja, da stehe ich direkt nebendran dann. Nein! Ja, aber das muss ist... kontrolliert werden. Kannst du nicht einen da alleine reinlassen und dann kippt er da aus seiner kleinen Flasche, wo er anders was abgezapft hat oder ausgeliehen, dann in den Becher. Ach, wir müssen Thema wechseln. Ja. Ich weiß nicht, was du für ein Ding mit hast, wo du das her hast, frage ich dich gleich. Ich möchte erst mal wissen, was das ist. Ja, es ist quasi ein Gehäusehalter und ein Gehäuseöffner für Rolex-Uhren. Ach. Ja, steht aber auch ganz groß drauf. Rolex, guck mal, Rolex und dann Oyster. Also das hast du eben andersrum gehalten, ne? Ich wollte nicht gleich, dass du es siehst. Deswegen, weil ich wollte gerade sagen, wie blind war ich denn eben? Ja, das ist ein Rolex-Werkzeug. Das ist aber interessant, weil ich weiß, dass man die Gehäuse relativ schnell zerstören kann. Genau. Wenn man versucht, das selber zu öffnen. Weil es gibt ja so Leute, die mit Messer oder Schraubenzieher da dran gehen und dann hast du einen ordentlichen Katsch. Hast du sofort Katsch da drauf, genau. Und dafür waren halt solche Werkzeuge. Und gerade bei Rolex geht man natürlich ein bisschen vorsichtiger dran, weil die Uhren auch recht teuer sind. So, und um das Gehäuse öffnen zu können, musste man quasi erstmal das Band demontieren. Dann hat man das Gehäuse genommen und hat dieses Gehäuse in dieses Universaltool, das ist eigentlich nur ein Gehäusehalter oder ein Uhrhalter, hat man hier reingelegt. Und da gibt es hier diese vier Backen. Die sind dafür da, dass das Gehäuse nicht beschädigt wird an den Ecken. Mhm. Und wir haben ja eine Aussparung. Und diese Aussparung ist für die Krone. So, dann wird das, die Uhr oder wird dann hier reingelegt. Dann war die fest arretiert und dann konnte ich mit diesem Werkzeug hier draufgehen und konnte dann den Gehäuseboden runterschrauben. Mhm. Das Besondere an diesem Gehäuseöffner war, dass du zwei Durchmesser hattest. Du hattest einmal 29,5 mm für die etwas größeren Modelle und dann hattest du, ich muss einmal die Brille hochmachen, sonst kann ich nicht lesen, 28,3 mm. Also damit die Möglichkeit, zwei verschiedene Uhrentypen zu wechseln. Mhm. Oyster heißt ja übersetzt Auster. Und damals, 1926, hat Rolex dieses Gehäuse entwickelt und hat dann auch eine große Werbekampagne gefahren. Mhm. Mercedes Gleitzer hast du ja schon mal gehört, das war 1927. Die hat eine solche Uhr getragen, die war Schwimmerin und sollte dann durch den Ärmelkanal schwimmen und hat die quasi als Werbeeffekt diese Uhr getragen, hat man auch groß in der Zeitung präsentiert. Man wollte den Leuten einfach zeigen, das ist die erste richtig wasserdichte Uhr. So, und dann gab es diese Rolex, also hast du irgendwie eine Verbindung, irgendwie einer bei euch in der Familie mit Uhren? Was ja, mein Opa, gelernter Uhrmachermeister. Ah, okay. Auch mit dem großen Geschäft früher. Mhm. Und ich denke, er hat dort auch mitgearbeitet, genau mit den Werkzeugen. Das ist nämlich so ein Punkt. Damals in den 50er, 60er Jahren, Horst, konnten noch ganz viele Uhrmacher diese Rolex-Uhren reparieren. Und das sind Werkzeuge, die direkt aus der Schweiz dann geliefert wurden. Was sagst du zum Gesamtzustand? Naja, damit wurde gearbeitet, aber du machst ja nicht am Tag 20, 30 Rolex-Uhren auf. Also der Haltungszustand ist gut. Auch quasi das Werkzeug hat kaum Abnutzungsspuren, gerade in dem Bereich, wo es wichtig ist, wo diese Rifflung greifen kann. Nee, Zustand ist sehr gut. Gut. Hast du einen Wunschpreis? Ich verlasse mich da auf Sven. Hau mal einen raus. Aber so 250 Euro wäre schon sehr schön. Da haben wir einen schönen Wunschpreis. Für beides 300. Na, siehst du. Vielleicht auch 350. Na, geht sehr doch. Gut, sehr schön. Das freut mich. Ja. Tipptopp. Und soll ich dir was sagen? Mhm. Bei der Händlerkonstellation heute könnte ich mir vorstellen, dass das ein schönes Bietergefecht wird. Oh, hört sich gut an. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mein Lieber, das war hochinteressant, dich kennengelernt zu haben. Ja, ebenso. Viele Grüße zu Hause und viel Vergnügen beim Händlerteam. Dankeschön. Ciao. Tschüsschen. Tschüss.
Das habe ich gar nicht erwähnt, pass auf. Dieses Was hast du nicht Holzblock erwähnt? Hier, dieser Holzblock, ja. Der gehört natürlich ist das Buche? Dazu. Das ist Buche. So, ja, aber die Schrauben, Buche. Die Buche müsste ich mal, kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Ja, das ist auf jeden aber, Fall sehr gut durchgetrocknet. Ja, pass auf, gewachsen kann ich dir auch nicht sagen. Dann haben wir Wie viele Jahresringe hat die denn? Bitte? Wie viele Jahresringe hat die denn? Dann mache ich 10. Das würde ich schon gerne wissen, wie alt die ist. Ich glaube, es war so eine 80er Buche. Eine 80er Buche? 80er Buche. 80er Buche. Ja. Die war schon hoch, ne? Ja, ja. Was ist das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht schon mal hier Rolex drauf. Mhm. Rolex Oyster-Patent. Ist das Oyster. Ein Propeller? Oyster. O-Y. Oyster. Ja, wofür soll das sein? Das kann sein, um eine Bandverlängerung zu machen. Das kann sein, um etwas aufzuschrauben. Oder für den Deckel hin. Kann auch sein. Ja. Sieht aus wie ein Propeller. Ja, das ist ein Propeller. Mhm. Wahrscheinlich setzt, symbolisch so auf, für eine Fliegeruhr. So vielleicht für eine Fliegeruhr. Warte, dann können wir doch mal gucken, ob wir das scheiß Ding aufkriegen hier hinten. Vielleicht passt das ja. Ja, mit gefällt es dir das Hammer. Nee, das ist aber für Äußer vielleicht. Wally, brach. Boah, Wally. Tu das. Ich will das aber nicht kaputt machen. Also meine. Kommst du heute nicht mehr dran? Nee. Nee. Das Beste, was mir jetzt gleich passieren könnte im Händlerraum, wäre natürlich das Interesse mehrerer Händler, die dann den Preis auch schön nach oben treiben. Daumen drücken, dass es tatsächlich mehrere Interessierte für Simons Uhrenwerkzeug gibt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Wo ist die passende Armbanduhr dazu? Die habe ich zu Hause gelassen. Sind Sie ein Uhrmacher? Mein Opa ist Uhrmachermeister. Großvater, ne? Großvater, ganz genau. Und der hat sich so ein bisschen auch auf Rolex spezialisiert. Die waren auch im Sortiment, ja. Im Juweliergeschäft. Da gab es aber nicht noch mehr Schlüssel dazu. Nur der eine. Dieser Propeller, der ist jetzt mal der Einzige, mit dem er gearbeitet hat. Aber damals hatte man auch die Uhren mit dem kleinen Durchmesser, nicht so wie heute. Mhm. Und daher kann man eben die Deckel aufschrauben mit dem Propeller. Genau, und man kann es umdrehen, da ist ein anderer Durchmesser. Andere Dimension, also, ja. Das ist für zwei Gehäusegrößen. Mhm. Ja. Sehr schön. Sehr ausgefahren. Ich handle auch immer wieder mit gebrauchten Rolex-Uhren, das wäre ideal für Schaufenster. Mhm. Und da habe ich schon Interesse dran. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Oh. Ich starte mit 100 Euro. 200. Ja, danke. 220. Der lauert hier. Aber wie? Mhm. Hallo? Boah. Ich habe Angst. 500. Ich wusste es. 10. Toll ist auch, wenn man Sammler ist von alten Rolex-Uhren. Es gibt ja Leute, die dann die neuen Modelle nicht mögen, sondern die spezialisieren sich eben auf die 30er bis 50er Jahre oder sowas. Ja. Das noch dazu in der Sammlung, das findet man einfach überhaupt nicht. Ja. Kommen wir klar mit 510. Ich bin auch noch da. 550. 60. 600. 10. Das merke ich mir. 650. Sagen Sie dem Walter die Expertise, damit er aufhört. Die behalte ich erstmal für mich. Nee, da sind wir schon drüber. Die war für die niedriger, aber der. Das ist egal, da sind wir schon weit drüber. Schon, ja. Wie viel hast du? 650. 60. 700. Der weiß aber wirklich. Das ist schon viel Geld für so ein bisschen Werkzeug. Das ist eine Menge Geld, aber ich würde es wahrscheinlich einem Uhrmachermeister schenken, mit dem ich viel zu tun habe. Und deswegen, der ist mir natürlich viel wert. Schöne Idee. 750. 800. Behalte mal den Nerven. Du willst ja doch nur für deinen Spaß haben, ne? Ja. Und er wird es benutzen oder verschenken, das ist doch. Das spielt keine Rolle. Wir sind zwar Bekannte, keine Freunde, aber wir sind Konkurrenten. Der war ja gut. Das war 810 wert, danke. Jung. Das zahle ich dir. 850. 860. 900. Sind wir jetzt Freunde oder nicht? Noch nie gewesen. Okay, 10. Na gut. 910. 1000. Was ist die Feindschaft wert? Nein, Feinde jetzt sind nichts mehr. Nein, wir mögen uns schon. Ja, doch. Gell, Waldi? 10. 1100. Legt Waldi noch was drauf? Der Propeller. Ich krieg den Schrauber. Nee, da gibt's ja nicht. Nee, ich will den Propeller haben. Ja, der ist toll. Was haben wir? 1100? Das ist ja Irrsinn. Da kann man sich bald eine Rolex kaufen. Ja. Du kriegst ja keine vier Stück. Die gibt's so nicht mehr zu kaufen. Nein. Die nicht mehr, die da reinpassen, ne?
Passt das Wahnsinnsgebot von 1100 Euro? Darf ich Sie ihn abkaufen? 10. 1200. Hör mal auf. Nein, irgendwann muss die Vernunft auch mal siegen. Wäre das schön gewesen, 5 Minuten vorher zu hören. Verkaufen Sie an mich für 1200. Ja, das mache ich sehr gerne. Überlegen Sie noch mal. Na, ja, ich mache es. Vielen Dank. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Herzlichen Dank, der Herr. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Tolles Objekt. Sehr schön, ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich finde das gigantisch. Da kommst du nie mehr dran. Schön. Was für ein Gefecht, Walter. Wahnsinn. 1200 Euro. Mama mia. Für ein Werkzeug, um einen Deckel aufzumachen. Wow. Sehr stark, Wolfgang. Gratulation. Ich habe jetzt insgesamt 1200 Euro bekommen. Und das wird auch direkt dann für meinen Sohn in seinen Sparplan investiert. Dann hoffen wir auf eine gute Rendite die nächsten 17 Jahre. Wenn er dann volljährig ist, dann kann er sich was Schönes davon kaufen.